Heute geht es mal um den neuen Pressure Advanced Test, den wir gefunden haben, mit dem man Pressure Advanced viel schneller und genauer kalibrieren kann. Dafür gehen wir auf diese Internetseite und füllen hier ein paar Sachen aus, um einen G-Code zu generieren. Also hier könnt ihr euren Druckernamen reinschreiben, welches Filament ihr benutzt. Die Filamentstärke ist wichtig, euren Nozzle, was sie für einen Durchmesser hat und euren Start-G-Code. Schaut da bitte einfach in euren Slicer, was ihr für einen Start-G-Code habt. Ich habe jetzt hier einen Start-G-Code, der über Clipper gesteuert wird. Es gibt aber auch solche Start-Codes. Ich habe mir jetzt da mal einen aus dem Netz gezogen. Da wird die ganze Routine im Slicer hinterlegt. Das machen viele Cura-Nutzer. Hier müsst ihr die Temperaturen auch in diesen Code anpassen. Ich sage jetzt mal hier Bettemperatur 110 Grad. Dann wollen wir Hotend-Temperatur auf 240 Grad und hier nochmal warten, bis die Betttemperatur wirklich 110 hat und die Hotend-Temperatur 240 Grad hat. Hier ist schon eine Primeline, alles mit drin. Gut, den nutze ich jetzt persönlich aber nicht, weil mein G-Code ist diese hier. Wichtig ist auch, dass bevor ihr den Test macht, dass ihr euren Flow bestimmt habt, eure Temperaturen kennt und dass euer Druckbett gut ausnivelliert ist. Print Start. Bei mir steht jetzt Bett ist gleich First Layer Betttemperatur. Hier sagen wir fürs Bett 110 Grad. Extruder ist gleich 240 Grad und ich könnte in meinem Fall jetzt noch meine Druckkammer Temperatur mit abgreifen und warten, bis die das erreicht hat. Das brauchen wir hier jetzt aber nicht. Bei NG-Code auch euren NG-Code reintragen. Der kann auch wieder kurz sein. Bei mir ist es print-end. Passt. Rejection Distance. Schaut es da in eurem Slicer nach. Bei mir ist es 0,3, weil ich einen Direct Extruder verwende im Veron. Beim Viper, wenn ihr den habt, da werdet ihr eure 2 zwischen, ich sag mal, 2,5 und 6,5 irgendwo liegen. Layerhöhe, meine Empfehlung, macht es hier die 0,25. Fanspeed brauche ich jetzt bei ABS hier nicht. Meine Bed Size ist 250x250. Slow Print Speed, Use Square. Hier hinten stehen nämlich immer auch die Sachen, was man mit beachten soll. Use Square Corner Velocity Value. Da geht ihr einfach auf euer Mainsail, Eckgeschwindigkeit 5, das passt. Fast Printing Speed 120, der muss sich bloß von dem hier gut unterscheiden. Das steht auch hier, ich könnte jetzt hier auch schneller gehen, in meinem Fall will ich aber nicht. Movement Speed 300, das ist euer Travel Speed. Ja, beim Viper 200, 250 sowas. Retract und Unretract Speed findet ihr unter Druckeinstellungen, Extruder, Einzugsgeschwindigkeit 30-30. Passt bei mir also auch. Und dann noch eure Beschleunigung, die Acceleration 5800. Findet ihr auch hier unten. Ich habe die bei mir mit dem ADXL-Sensor ermittelt. 5800 passt. Wenn ihr die nicht ermittelt habt, beim Viper so um die 1500, da steht aber dann auch was drin, weil das in der Printer CFG mit hinterlegt ist. So, Starting Value for PA. Wir wollen anfangen mit 0 und gehen hoch bis 1. Weil wir müssen erstmal grundsätzlich ermitteln, in welcher Range wir uns überhaupt bewegen. Dann können wir aber nur hier auf 0,05, weil wir können nur ein 20er Stepping, also wir können nur 20 Linien ziehen. Ihr seht es jetzt gleich dann auf dem Test. Macht einfach diese Einstellungen genau wie hier. Wenn ihr einen Bowden Extruder habt. Bei einem Direct kann man hier auch etwas nach unten gehen. Das lassen wir hier, wie es ist. Dann haben wir hier im Endeffekt nur noch unseren Flow, den wir einstellen müssen. Der ist bei mir 93%, also 0,93. Wenn ihr hier mehr habt oder weniger, dementsprechend anpassen. Prime Nozzle, könnte man sich noch eine Primeline setzen lassen. Habe ich im Startcode hinterlegt, beziehungsweise ich habe da eh eine ganz andere Routine, brauche ich nicht. Gehen wir hier noch einen Test an. Generate G-Code. Download File. Dann gehen wir auf unseren Drucker unter G-Code-Dateien.
Sagen hier hochladen. Ihr seht, ich habe den schon ein paar Mal jetzt gemacht. Laden den hoch. Anklicken. Druck starten. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann druckt der. Und ihr habt dann so ein ähnliches Druckbild. Wie liest mir dieses Druckbild jetzt? Also, erstens brauchen wir mal Lines, die wirklich durchgezogen sind. Also hier unten schon mal alles Grütze. Wollen wir nicht. Wir haben jetzt, das ist nur ein Beispielbild für uns aus dem Discord. 0,09. Das sieht man, ist noch nicht gut. Das heißt, wir wären jetzt hier bei 0,10. Da wird es langsam besser. Ihr werdet jetzt irgendwo auf eurer Skala von 0 bis 1. Irgendwo habt ihr eine Linie, die relativ gut durchgezogen ist. Und da geht er dann einfach einen Wert ein bisschen drüber und ein bisschen drunter und macht den Test noch einmal. Für die Zukunft könnt ihr, wisst ihr dann ja, ah ja, mein Reject-Wert ist irgendwo zwischen 0,4 und 0,6 und könnt dann hier mit einem feineren Stepping euch an euren Wert rantasten. Wir haben jetzt hier eine Differenz von 0,2, das heißt 0,2 durch 20 sind wir bei 0,01 und drucken mit General G-Code den noch einmal. Ich habe jetzt hier auch noch mal ein anderes Fehlerbild, damit man mal Fehler auch sieht. Hier bei ihm, er hat zwar überall durchgezogene Linien, aber die sind nicht gleichmäßig durchgezogen. Also es muss eine gleichmäßig durchgezogene Linie sein. Wie jetzt zum Beispiel in dem Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel, wo man den Pressure Advance ermitteln kann. Das ist jetzt direkt von mir gedruckt. Ja, mit 0 ist vorne nicht schön und hinten ist auf jeden Fall noch zu viel Druck drauf. Man sieht es hier hinten, der Druck mindert und mindert und mindert sich. Hier haben wir nur noch ganz wenig. Und hier haben wir so gut wie gar keinen mehr. Hier haben wir schon fast wieder ein bisschen zu wenig Druck. Das heißt, die 0, also diese Linie hier mit 0,035, die wäre eigentlich eine schöne durchgezogene Linie. In dem Fall hier mein Pressure Advance Wert 0,035. Den kann ich dann auch direkt in meinem Slicer unterm Filament eintragen, Benutzer definiere G-Code, dann schreibe ich das hier rein, Extruder und Advance ist 0,035. Speichere mir das ab und somit habe ich meine Pressure Advance ermittelt. Die ganze Routine dauert, wenn das erste Mal macht, vielleicht 15 bis 20 Minuten. Wenn ihr dann, ihr könnt nämlich hier unten Save as Default, dann könnt ihr euch das Zeug einfach speichern, na? Und habt dann eure Werte immer hier drin stehen und müsst dann einfach nur noch ein bisschen anpassen. Neu drucken, habt das fürs nächste Filament. Macht das für jedes Filament. Ich habe es jetzt viel rumgetestet. Ich habe jetzt, glaube ich, 7 verschiedene Filamente ausprobiert und ich komme immer auf einen anderen Pressure Advance Wert. Und wenn ihr ein gutes Pressure Advance habt, dann habt ihr richtig schöne, ordentliche Ecken, schöne Übergänge und ihr verbessert euren Druck da einfach massiv. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt zu uns ins Discord und ja, viel Spaß beim Drucken. Macht's gut, ciao, ciao.